Eine Ära geht zu Ende. Wovon rede ich? Natürlich von Game of Thrones. Diese ist ja jetzt ja zu Ende gegangen. Die letzte Staffel, letzte Folge war jetzt am Start auf Sky Ticket gewesen. Ich hab's gesehen und ja, wofür bin ich spezialisiert? Natürlich für Ende erklärt auf diesem Kanal. Wichtig nochmal auf jeden Fall ein Spoiler-Alarm. Hier wird gespoilert und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr auf Film- und Comic-Wissen steht, lasst doch gerne ein Abo hier und drückt auf die Glocke. Los geht's! Da beginnen wir auch mit der Mutter der Drachen. Diese wird zur Mad Queen. Und wie das passiert halt, Daenerys hält eine Siegesrede vor den Unbefleckten und Dothrakis lobt sie ihre Armee als Tyrann und der Behauptung, die Stadt sei ihre eigene. Tatsächlich geht es ihr wahrscheinlich schlechter als wie gedacht. Als sie auch verkündet, dass sie ihre Pläne und den Krieg verlängern möchte, geht sogar den Beratern ja ein Ködel in die Hose. Die kriegen Angst und wenden sich gegen ihr, weil sie gemerkt haben, dass sie sich verändert hat. Der letzte verbliebene Lannister kann sich nicht mehr dazu bringen, Daenerys zu folgen und hat sie so gesehen, wie sie wirklich ist oder letztendlich, was sie geworden ist. Er nimmt sein Abzeichen rechter Hand ab und wirft es ihr entgegen. Wenn er auch verhaftet wird, ist es wirklich eine sehr starke Szene und zeigt wieder den Charakter, den man vermisst hatte. Tyrion wird wach und erkennt, was überhaupt aus Danny geworden ist. Und das ist einfach eine Schlüsselszene gewesen in dieser Folge, die auch wirklich stark war, in dieser Folge 6. Und ja, man hat dieses an Tyrion geliebt halt. Und er hat das nochmal gezeigt in dieser Folge. Nach dem Verrat von Tyrion an Daenerys wird er natürlich eingesperrt in ein Verlies. Und der zerrissene Jon, der mit seinen Gefühlen kämpft, wird ihn treffen. Und er wird beraten von Tyrion. Dass natürlich Daenerys gestoppt werden muss. Es gibt aber nur eine Sache. Wenn auch die Liebe stärker als die Vernunft ist, gibt es nur diese Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, dass natürlich Daenerys nicht mehr weiterleben darf. Somit macht sich Jon auf die Suche nach Dany und findet sie im Thronsaal und bewundert den Thron, an dem sie so hart gearbeitet hatte, um zu gewinnen. Jon wirft ihr vor, brutal die Kinder in Königsmund umgebracht zu haben. Dany versucht ihn über eine neue Welt zu überzeugen. Während sie sich umarmt, verkündet Jon, dass sie immer seine Königin sein wird und sticht ihr, um dieses alles zu beenden, einen Dolch ins Herz. Natürlich stirbt sie und Jon hält sie in den Arm weinend. Dieses war die Szene, worauf sich die Serie komplett konzentriert hatte. Ein Beispiel ist aber auch nochmal so, ein Ned Stark verlor seinen Kopf, weil er zu ehrenwert war. Und hier ist es so, ein Jon Schnee, ne, verliert seine Ehre, weil er natürlich die unmögliche Wahl stellt. Er muss seine geliebte Königin natürlich töten. Und das Ding ist aber auch, er hat es natürlich versprochen, ewige Treue, aber zum Wohl der Familie und der Welt wird er dieses Leid tun. Und natürlich, um Daenerys auch zu retten, hat er sie auch, wie gesagt, getötet. Aber nachdem Jon der Königentöter geworden ist, ist es für einen Moment still, bis Drogon wieder auftaucht. Ein beängstigender Moment, als er Jon anschaut und dieser wohl denkt, es wäre sein letzter Tag in Westeros. Aber Drogon verbrennt den eisernen Thron zu Schmelze. Das Machtsymbol ist somit zerstört. Drogon trauert um seine Mutter als Kind, wie sie ihre Drachen nannte, und schreit auf, bis dieser mit ihr wegfliegt. Das Ding ist, einmal eine Möglichkeit besteht natürlich, dass er ein halber Targaryen ist. Er ist ja Aegon Targaryen. Und deswegen hat er das gemerkt, weil die Drachen merken wohl, dass natürlich Feuer und Blut, ne, dass er ein Targaryen ist. Diese eine Erklärung. Oder natürlich, dass der eiserne Thron überhaupt an der ganzen Misere schuld ist, weil dieser Umschwung von Daenerys von den letzten Folgen kam ja eigentlich nur durch den eisernen Thron, um diesen zu besteigen. Es hätte sich das Kreis niemals, wäre immer weitergelaufen. Um dieses Rad zu zertrümmern, hat er das auch noch getan, um seine gerecht zu werden, seiner Königin, seiner Mutter, der Drachen, und hat diesen eisernen Thron zerstört. Wochen nach Daenerys Tod wird Tyrion aus seiner Zelle zu einer Zusammenkunft eines neuen Rates von den noch übrig gebliebenen einflussreichsten Lords und Ladies von Westeros und Grauer Wurm geführt. Jon wird von den Unbefleckten und Grauer Wurm gefangen gehalten wegen seiner Tat. Bevor das Schicksal von die Zweien verkündet wird, wird beraten, wer der neue König sein soll. Es wird sogar von Sam eine Demokratie ausgesprochen, die aber in Gelächter verläuft. Wenn auch Tyrion einen schlechten Job als rechte Hand des Königs gemacht hatte, sagt er in die Runde, das, was alle verbindet, ist die Kraft einer Geschichte und die Identifizierung der Person, die er nun sagt, hat die beste Geschichte. Bran, der Gebrochene, der über die Mauer hinausgereist ist und zurückkehrte. Der allsehende dreäugige Rabe. Jeder ist von dieser Nominierung verblüfft, ja, ich auch gewesen, außer Bran, der als dreäugige Rabe sowieso nie ersetzt schaut. Tyrion weist aber auch darauf hin, dass er nie Kinder haben kann und somit es keinen Nachfolger geben wird und dieser wird wiedergewählt werden muss.
Das Rad wäre somit zertrümmert. Wenn auch diese Szene sehr überraschend ist, weil Bran immer betonte, er möchte kein König sein, sei es im Norden oder der nun 6 Königslande, weil Winterfell unabhängig geworden ist, ist es eine starke Schlussfolgerung, dass sich somit der Kreis auch mit der Wiederernennung und Strafe an Tyrions als rechte Hand schließt. Seit Staffelbeginn hat sie Sansa vom Kleinmädchen zur Anführerin gemacht, sowie ein scharfsinniger und kluger Stratege. Weil sie bei der Ratssitzung um den neuen König zögert und die Stimme nicht Bran gibt, wird der Norden weiterhin unabhängig und wird zudem die neue Königin. Ein kluger Schachzug von Sansa, muss ich ganz ehrlich sagen, und ein klarer Gewinner in Game of Thrones. Wie für die restlichen Charaktere geht die Storyline zu Ende. Grauer Wurm und die Unbefleckten fahren zur Insel Naht, um in Ruhe zu leben. Bronn kehrt zurück, um die Lordschaft von Rosengarten und die Münze zu werden. Zudem sind mit ihm in einer kleinen Ratssitzung Brienne, Davos, Sam und Tyrion ein Gemeinderat zusammengekommen, die auch diese angehören. Podrick wurde zum Ritter geschlagen, ist nun Brans Begleiter und Mitglied der Königlichen Garde. Die wichtigste Frage aber, was passiert mit Jon Schnee? Dieser wurde auf die Zustimmung von König Bran und Grauem Wurm zurück an die Schwarze Mauer der Nachtwache nach dem Mord an die Königin verbannt. Was ihm überhaupt nicht gefällt nach seinem Gesichtsausdruck, der auch immer noch daran zweifelt, ob die Tat an Dany die richtige war. Jon trifft bei seiner Ankunft auf die Nachtwache auf Tormund und einer großen Gruppe Wildlinge. Zudem ist auch Ghost trotz fehlenden Ohr glücklich, sein Härchen zu sehen. Ja, ein symbolischer Schachzug der Drehbuchautoren. Es begann mit der Nachtwache für Jon Schnee, es endet mit der Nachtwache mit Jon Schnee. Also schließt sich der Kreis auch hier. Das ist auf jeden Fall ganz gut geendet. Wenn er ihnen das auch nicht gefiel, aber da komme ich gleich noch zu. Ich glaube, er hat sich dann noch da anders umentschieden. Und wie es scheint, ist er wohl wieder Lord Kommandant geworden. Er wurde gewählt von den ganzen Leuten in der Nachtwache. Finde ich eine gute Tat. In einer würdigen Einstellung der Familie, mit der die Serie begonnen hatte, nämlich die Starks, die sich in verschiedenen Ecken Westeros und darüber hinaus verstreut hatten, Sansa wird in Winterfell gekrönt, Arya begibt sich auf eine Reise in den Osten, um diese zu erkundschaften, eventuell ein Hinweis auf ein Spin-off, was sich in den Karten verbirgt. In der Zwischenzeit bricht Jon mit Tormund, Ghost und einer Gruppe Wildlingen von der Schwarzen Mauer auf in die Wälder. Man sieht unter der weißen Schneedecke, dass der Winter zu Ende geht und ein neues Zeitalter angebrochen ist. Zudem sieht man auch noch einen Jon Schnee, der natürlich die Mauer verlässt, zurückblickt in ein Tor, was runtergeht und ein Schmunzeln auf sein Gesicht hat. Vielleicht, weil einmal auch mal Tormund zu ihm sagte, du trägst den richtigen Norden in dir, dass er damit abschließt und sagt, okay, es ist alles vorbei, die Kriege sind vorbei, es gibt keine unendlichen Kriege mehr. Da habe ich meinen Frieden jetzt gefunden, gehe jetzt hier raus mit den Leuten und habe meinen Spaß. Ja Leute, das war mein Ende erklärt. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch gerne hier nochmal ein Abo da. Natürlich Like, teilt das Video auf jeden Fall. Ich werde nochmal die nächsten Tage vielleicht nochmal was Game of Thrones machen, wie es weitergeht. Und dann war es auch das gewesen, ein kurzes, knackiges Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Dennis und bis dann und ciao und bam!